Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Stoffwindeln. Ich habe nämlich einen Stoffwindel-Haul für euch. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, jetzt mit Stoff zu wickeln. Und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, was wir jetzt bis jetzt gekauft haben. Es ist noch nicht alles da, also es ist noch nicht das komplette Paket. Aber ich dachte, ich zeige euch schon mal so ein bisschen was. Und es kommt dann einfach noch ein zweiter Teil, beziehungsweise vielleicht schneide ich es auch einfach hier mit rein, je nachdem, wie ich das handhabe. Das weiß ich aber noch nicht. Genau, hier steht jetzt schon mal der erste Karton und dahinter steht der zweite Karton. Also es ist schon einiges da und ich würde sagen, ich zeige jetzt einfach mal was. So, ich habe den ersten Karton jetzt mal hergeholt. Der ist von Blumenkinder. Ich verlinke euch das einfach mal in der Infobox. Dann könnt ihr da auch einfach nochmal vorbeischauen. Blumenkinder hat nicht nur Stoffwindeln, sondern die haben sich einfach spezialisiert auf Nachhaltigkeit und dementsprechend haben sie mir auch so eine Menstruationstasse zugeschickt. So sieht die aus. Und ich habe die auch schon ausgepackt. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das schon einige. Ich habe selber bereits eine. Aber ich kam mit der immer nicht so ganz zurecht. Also ich habe das schon so oft in Angriff genommen, aber irgendwie hat das nie so ganz geklappt. Und so sieht das Ganze nämlich aus. Wirklich ziemlich komisch für einige Leute, die es vielleicht nicht kennen, aber informiert euch da einfach mal drüber. Das ist gar nicht so schlecht. Also bei mir hat es einfach nicht funktioniert. Ich werde es aber mit dieser Tasse nochmal ausprobieren. Vielleicht funktioniert es damit einfach besser. Und dann werde ich da euch vielleicht auch nochmal berichten, wenn ihr darüber auch nochmal ein Video haben wollt. Dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber die haben sie mir, wie gesagt, auch einmal dazu gelegt. Ohne dass ich das wusste. Einfach so eine Menstruationstasse. Finde ich wirklich sehr, sehr toll. Und würde ich jetzt auch, wie gesagt, nochmal ausprobieren. So, dann geht's weiter. Haben wir einmal waschbare Stilleinlagen. Da habe ich ja auch schon welche da. Und von denen bin ich auch wirklich sehr überzeugt. Und hier sind jetzt nochmal welche, die sind nochmal ein bisschen anders. Die haben einmal hier eine weiche Seite und hier ist so eine beschichtete Seite. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die sind. Die werden wir jetzt erstmal waschen und dann denke ich, werde ich die auch benutzen und euch da auf jeden Fall auch Feedback geben. Weil sowas ist einfach mega praktisch. Also ich finde die viel, viel besser als die, die man eben kaufen kann, die Wegwerfstellanlagen. Ich bin wirklich total begeistert. So, dann geht's weiter mit Mullwindeln. Auch die haben sie da und zwar aus 100% Biobaumwolle. Und ich finde das Design einfach total schön. So richtig schön herbstlich jetzt, passt richtig gut. Mit Blättern, einmal gestreift, nochmal mit Blättern. Richtig, richtig toll. 70x70 sind die groß. Und die sind, wie gesagt, aus 100% Biobaumwolle. Genau, 100% Biobaumwolle. Bin ich auch sehr gespannt, wie die sind, ob die sehr saugstark sind. Werden wir jetzt auch auspacken und direkt waschen. So, dann geht es weiter mit dem ersten Teil für die Stoffwindel. Und zwar Windelvlies. Windelvlies tut man in die Windel, um damit das Gröbste aufzufangen, sozusagen. Also, das große Geschäft. Damit es einfach nicht alles in der Windel ist, sondern beziehungsweise in der Waschmaschine dann, sondern da kann man das eben einsammeln mit. Ja. Das sind 100 Blätter und die kann man dann immer so abreißen. Und dann natürlich auch einfach in der Toilette entsorgen. Genau. Und da gibt es einfach diese große Rolle. Auf jeden Fall auch ein Must-Have, was man halt für diese Ausstattung benötigt. Dann geht es weiter mit dem hier. Und mit diesem Paket oder mit diesem Teil, da bin ich einfach richtig, richtig begeistert. Also ich habe mir überlegt, ich möchte ja komplett auf irgendwelche Wegwerfsachen verzichten. Also nicht mal mehr Feuchttücher oder ähnliches. Und dann habe ich überlegt, was machst du eigentlich wegen den Wickelunterlagen? Weil wenn man ein normales Handtuch nimmt, dann geht es ja da durch, weil ein Handtuch ist sehr durchlässig. Und deswegen suche ich eigentlich schon die ganze Zeit das perfekte Teil dafür, eben um zu wickeln. Ja. Und jetzt präsentiere ich euch das Teil dafür. Auch davon wusste ich nicht. Und ich bin einfach so begeistert. Also das ist eine waschbare Wickelunterlage. Die Wickelunterlage sieht also so aus. Ich finde das Design total cool. Ein bisschen abgespaced, aber ich finde das irgendwie total cool.
Und auf der anderen Seite ist es ein ganz, ganz weicher Stoff. Und genau, das ist also eine waschbare Wickelunterlage, die man einfach super unterwegs mitnehmen kann oder auch zu Hause nutzen kann. Und genau sowas habe ich gesucht. Weil klar, es gibt auch immer welche dabei. Also bei unserer Wickeltasche ist zum Beispiel eine dabei. Aber die besteht komplett hier aus so einem Plastik. Und hier ist extra richtig schön weich. Das ist auch richtig gut gepolstert. Und deswegen, ich bin also total begeistert. Als ich die wirklich gestern ausgepackt, dachte ich echt, wow. Also wirklich, wirklich ein Traumprodukt, was ich wirklich sagen muss. Genau, jetzt geht es weiter mit. Ich würde sagen, machen wir dieses Paket hier mal auf. Da sind Einlagen drin. Ich glaube, das waren die Hanfeinlagen. Genau. Die sind von 4 bis 16 Kilo. Kann man die nutzen? Da sind drei Stück drin. Genau, das sind eben so ganz große, dicke Einlagen. Und hier ist eben sogar mit Größenangabe. Genau, kann man die eben so small, medium oder large. Ja. Die sind auch echt richtig schön dick und fühlen sich hier vor allem total toll an. Sind ganz, ganz weich. Einmal drei richtig schöne Einlagen, die man eben dann flexibel in die Stoffwindeln, die gleich noch kommen, einbauen kann. Ich würde auch sagen, wir machen einfach direkt weiter. Und zwar habe ich einmal so eine schöne Tüte hier bekommen. Und zwar einmal mit flüssiger Gallseife. Gallseife nutzen wir jetzt auch schon für die Folge Bodies und so. Und genau, jetzt hier einmal in flüssiger Form mit Bio-Pflanzenölseife, ästherisches Petit-Grainöl und ja, 100% biologischer Abbau. Bin ich mega begeistert. Ich bin gespannt, wie die ist und ob die so ist wie diese ganz normale Gallseife, die man halt so kauft. Sind wir wirklich sehr gespannt. Ja, und dann war auch noch bei Waschmittel Color. Einmal so in flüssiger Form. So eine schöne Verpackung, 120 Milliliter. Genau, auch 100% biologisch abgebaut. Abbaubar. Und auch hier einmal ein Vollwaschmittel. Auch das 100% biologisch abbaubar. Und genau, einfach ein Waschmittel mit Lavendelduft. Und es riecht einfach jetzt schon extrem nach Lavendel gefällt mir wirklich auch sehr, sehr gut. Genau, das war eben hier in dieser Tüte drin. Dann war hier in dieser Tüte, das habe ich auch schon ausgepackt, einmal so ein Beutel, eine Nasstasche für unterwegs. Wenn man zum Beispiel unterwegs ist und die Windeln halt ja, dreckig sind, dann schmeißt man sie ja nicht weg wie so eine Wegwerfwindel, sondern kommt dann hier eben rein, ja? Also man tut die einfach hier rein, die ist von innen so richtig schön beschichtet hier. Zu. Und weg. Ihr könnt die auch irgendwo ranhängen. Hier ist extra so ein Band. Kann man die schön irgendwo ranhängen. Aber ja, das gehört natürlich auch zu der Ausstattung dazu. Und ich finde das Design auch sehr schön. Gefällt mir mit den Sternen total gut. Und die war eben hier drinne. Diaper Bag, Wet Bag. Die ist für 3 bis 5 Diapers. Ja, ich denke, das passt auch ganz gut. Aber unterwegs brauchen wir höchstens sowieso immer nur 2 Windeln, wenn wir wirklich sehr lang unterwegs sind. Genau, das war also auch dabei. Dann fangen wir eigentlich schon an mit den Stoffwindeln. Mir ist hier schon eine rausgepurzelt und ich würde sagen, wir fangen auch damit direkt an. Denn das ist eine Stoffwindel, wo ich schon vieles von gehört habe. Aber ich nicht so ganz überzeugt war. Ich dachte, okay, macht das Sinn für uns, weil es sind halt, bei Stoffwindeln gibt es ja so viele Systeme, da mache ich auch nochmal ein Video drüber. Und ich habe jetzt hier wirklich fast, glaube ich, alle Systeme vertreten. Und das hier gehört eben auch dazu. Und zwar ist es eine Stoffwindel, sieht von außen so aus, die kann man hier halt mit Klettverschluss zumachen und auch Größen variieren. Die ist jetzt in Größe M. Und hier steht aber nicht, wie viel Kilo. Das steht bestimmt auf der Verpackung, oder? Die ist von 5 bis 10 Kilo. Die kleine wiegt jetzt 8, so knapp 8. Ich bin gespannt, wie lange die passt. Genau, es ist einmal so eine Stoffwindel in Lila. Hat hier ein richtig schönes dunkelblaues Bündchen dran.
Und wenn man die aufmacht, dann sieht es von drinnen so aus. Und zwar haben wir hier einmal das System, dass wir hier eine Schale haben, eine Wanne. Und zwar ist das dieses hier. Das kann man hier auch rausknöpfen. So sieht das aus. Das Praktische dabei ist, dass wenn die Windel voll ist, dass man nicht immer die ganze Windel waschen muss, sondern dass einfach, wenn hier der Außenbezug sozusagen sauber geblieben ist, kann man den wiederverwenden. Das heißt, man nimmt wieder so eine Wanne hier und klickt die einfach hier rein mit zwei Knöpfen und dann kann man die Windel direkt weiterverwenden und muss es also nicht das die ganze Windel waschen. Das ist natürlich sehr praktisch. Aber ja, ich weiß nicht, wie ich so mit dem System zurechtkomme. Ich bin auf jeden Fall offen für alles und bin sehr gespannt. Also es ist wie gesagt echt hier so eine kleine Wanne, die hier so drin eingebaut ist. Und da drin ist eben eine Einlage. Genau, die Wanne ist hier eben auch richtig schön abgedichtet, sage ich mal. Und da kommt hier eben dann, das kommt hier einfach so rein. Und was das Gute dabei ist auch, dass hier so ein kleiner Rand entsteht noch. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber hier zwischen Einlage und hier oben ist halt so ein kleiner Abstand. Das heißt, die Flüssigkeit bleibt auch wirklich hier drinne und tritt nicht nach außen. Hoffentlich. Genau, also so gibt dieses System gibt es eben auch. Ich kann das doch schwer erklären, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Hier vorne ist das Ganze noch so ein bisschen befestigt mit so einem Haken. Wo man die Windel dann auch vergrößern kann. Das ist wie so ein BH-System hier. Seht ihr das? Ich glaube, das seht ihr schlecht, aber genau, ist eben wie so ein BH. Da kann man die Windel dann eben noch erweitern. Und wenn man den halt hier so reinmacht, ganz, dann kann man den eben noch ein Stückchen hier verlängern. So ist das hier eben aufgebaut, dass man die noch ein bisschen länger nutzen kann. Aber wie gesagt, 5 bis 10 Kilo ist die jetzt. Und wie gesagt, mit so einer Schale. So, zack, zack. Und dann ist die Windel auch schon fertig. Und wie gesagt, die kann man natürlich auch füllen mit Einlagen, wie man möchte. Hier ist jetzt eine drinne, aber kann man halt eben auch individuell füllen. Genau, das ist also das erste System, was wir hier haben. Dann haben wir hier eine Windel. Die ist von außen richtig, richtig schön flauschig. Wirklich richtig schön. Und die ist richtig schön grün. Die kann man ganz individuell verstellen, wie ihr seht. Also die kann man hier wirklich richtig, richtig klein machen für so Neugeborene. Und auch ganz groß, ne? Hier steht jetzt, glaube ich, ja, das ist eine One-Size. Also die geht wirklich von Neugeborenen bis, ja, Windelende sozusagen. Und hier ist auch wieder eine Einlage drinne, die ziemlich groß ist, wie ihr seht. Also es ist eine Einlage, die ist wirklich richtig groß. Und zwar faltet man die hier in der Mitte einmal. Kann man hier auch wieder einstellen. Also hier sind wir zwei Größen. Hier ist das so eingenäht. Kann man die so, legt man halt so doppelt. Und dann kann man die Windel eben so zumachen. Zack. Die ist hier auch vorne eingedingst mit Drückknöpfen fest. Genau. Dann wird es eben so doppellagig und dann kann das so um den Windelposchi. Hier muss man, glaube ich, noch eine Überhose drüber ziehen, weil sonst läuft die aus. Überhosen zum Beispiel ist sowas hier. Ja, so eine, sieht ein bisschen aus wie so eine Unterhose, ne? So ein Schlüpfer. Und die ist hier eben aus so einem. Aus so einem wasserabweisenden Stoff und hier oben richtig schön weich das Bündchen. Und die kann man entweder dann hier drüber ziehen, für die Nacht zum Beispiel, weil die dann wirklich sehr, sehr saugstark sind. Oder was es auch noch für Überhosen gibt, sind diese hier. Kann ich euch auch mal zeigen. Die ist jetzt von 6 bis 15 Kilo und die ist hier mit Klettverschluss. Aber die kann man hier vorne auch mit den Snaps noch richtig klein machen. Die hat auch ein doppeltes Beinbündchen, was auch ziemlich praktisch ist. Und da kann man dann eben hier diese Windel, wenn die um das Baby drum ist, dann nochmal diese Windel anziehen. Dann beide natürlich zumachen, also die innere natürlich auch zumachen. Und dann hier einmal rum, zack. Dann gibt es natürlich einen riesengroßen Windelpo. Aber das ist zum Beispiel dann eine Nachtwindel. Ne? Also für die Nacht, weil die einfach sehr, sehr saugstark sind.
weil sozusagen das Innere hier, die grüne, ist hier sozusagen eine komplette Einlage. Also selbst die Windel saugt ja sogar noch auf. Und dementsprechend ist es wirklich eine sehr, sehr saugstarke Windel. Und deswegen wird die oft zur Nacht benutzt. Oder wenn man halt lange unterwegs ist oder beziehungsweise ja, einfach eine saugstarke Windel braucht, dann kann man dieses System hier nehmen für die Nacht. Und diese Überhosen nimmt man eben dann für diese Art von Windeln. So, eine weitere haben wir nämlich nochmal, und zwar in Weiß, auch genau dasselbe, nur dass man die hier nicht hier wieder verstellen kann, sondern die bleibt immer so, die kann man nur hier oben verstellen am Bauch. Und auch die hat eine kleine Einlage drin, aber ist im Endeffekt selber eine ganz große Einlage. Und da kann man hier eben auch die Einlage reinlegen, dann um das Baby rum. Und dann kommt hier auch wieder die die Überhose drüber. Ja, dann haben wir hier noch weitere Einlagen bekommen. Und zwar einmal Pre-Falls. Das sind diese hier. Die kann man dann in der Mitte falten. So. Dann hat man eine richtig schön dicke Einlage. Genau. Einmal sowas. Dann haben wir hier noch eine Hanfeinlage. Hanf ist sehr, sehr saugstark. Die saugen sehr, sehr viel auf. Und dann haben wir hier noch so eine Einlage für die grüne Windel, nämlich zum Einsnappen hier mit den Snaps und dann eben zum Falten. Ist eben genau die gleiche Einlage wie in der grünen Windel drin. So ein Ersatz sozusagen. Genau, dann haben wir nochmal eine, so wie die lila, ne? Und zwar in blau-grau gestreift mit dieser Wanne. Die packen wir auch mal aus. Also wie gesagt, ich mache euch nochmal ein Video über die ganzen Systeme, weil ich muss mich da selber erstmal ein bisschen reinfuchsen. Also falls ich irgendwas falsch erkläre, bitte verzeiht es mir auch. Ich versuche das einfach so gut wie möglich zu erklären. Aber es geht hier auch erstmal nur um den Haul und nicht so um die Systeme. Weil wie gesagt, ich mache da nochmal ein extra Video zu, wenn ich mich da einfach reingefuchst habe. Auch mit dem Waschen und so. Ja, also die gleiche wie die lilane Windel. Nur in blau-grau gestreift, finde ich auch ein super schönes Design, schön schlicht. Genau, wir haben hier also genau dasselbe mit dieser Wanne da drinnen und der Einlage und hier vorne wieder zum Verstellen mit dem BH-System. Und genau, also das ist eben genau dieselbe nochmal. Das habe ich euch gerade schon intensiv erklärt. Und auch die ist wieder von 5 bis 10 Kilo. Ja, dann kommen wir schon zu den letzten beiden Windeln. Und zwar einmal diese hier. Und das ist meine absolute Lieblingswindel. Und zwar ist es eine Pocket-Windel. Pocket-Windeln sind eigentlich fast dasselbe wie All-in-Ones. All-in-Ones sind Windeln, wo alles in einem ist und wo ihr die anziehen könnt wie eine ganz normale Wegwerfwindel. Also ihr macht den Klettverschluss auf und es ist alles drin und fertig und die Einlagen sind meistens eingenäht. Hier bei der Pocket-Windel ist es so, dass die Einlagen festgesnappt sind. Also ihr könnt die hier mit einem Druckknopf einfach entfernen. Und ihr könnt halt da dann den Inhalt selber wählen. Bei einer All-in-One sind die eben eingenäht und dann könnt ihr den Inhalt nicht selber variieren und könnt es dem Kind nicht anpassen. Bei dieser Pocket-Windel ist dies allerdings möglich. Die könnt ihr auch verstellen hier. Die ist wieder richtig gute Größenvariabel. Also ihr könnt die hier in drei Stufen verstellen. Also auch ab der Geburt wieder nutzen. Und dann sind hier diese großen Einlagen drin. Also einmal eine etwas größere, das ist diese hier. Und dann könnt ihr da dran noch eine kleine ransnappen. Ich hoffe, das nennt man übrigens so. Nennt man das so? Ja, so. Und dann habt ihr hier eben so ein richtig großes Windelpaket. Aber ihr könnt das eben auch individuell erweitern. Wenn das zum Beispiel nicht ausreicht, dann könnt ihr dann noch eine weitere Einlage mit reinmachen. Oder ihr könnt auch nur eine reinmachen und die eine kleinere weglassen. Also es ist wirklich individuell alles machbar. Und das finde ich bei diesen Pocket-Windeln sehr, sehr praktisch. Aber sie sind auch einfach sehr leicht anzuwenden, denn ihr macht das einfach ums Baby rum und fertig ist das. Ne? Also es ist auch eine richtig schöne Windel, wie ich finde, vom Design her. Wirklich meine absolute Lieblingswindel. Ja, dann geht's weiter. Habe ich nochmal hier so ein kleines Paket. Und zwar war ich da auch sehr, sehr begeistert. Denn das ist eine Haarseife. Also ist wirklich so eine Art Shampoo, den könnt ihr dann für eure Haare benutzen.
Die hat sie uns auch dazu geschickt. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Teil in diesem Paket. Und zwar ist das diese Windel hier. Diese Windel ist auch eine Nachtwindel von Petit Loulou ist die. Und bei der ist es so, ich habe die hier auch noch gar nicht ausgepackt. bei der ist es so, das ist wieder eine Nachtwindel. Also, das heißt, ihr braucht da wieder eine Überhose. Denn die ganze Windel ist eine Saugeinlage sozusagen. Das heißt, wenn wir die aufmachen, haben wir hier wieder ganz viele Einlagen drin, beziehungsweise eine große und eine etwas kleinere für oben drüber, die super weich ist. Genau, so. Und dann ist ja zusätzlich noch die Windel, eine Einlage, weil die bestimmt einfach aus diesem Stoff besteht. Und dann braucht ihr darüber wieder eine Überhose. Und dann ist das zum Beispiel wieder eine Nachtwindel, weil sie einfach sehr, sehr saugstark ist und auch einiges abhält. Und genau, da gab es eben noch diese hier mit diesem wunderschönen Blümchen drauf. Ja, und das war dann auch schon mal das erste Paket von Blumenkinder. So sieht das aus. Aber wie gesagt, ich habe euch das auch nochmal in der Infobox verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, packe ich das hier schnell wieder in den Karton und dann geht's mit dem zweiten weiter. So, weiter geht's mit dem Paket von Fratzhosen. Genau, Fratzhosen ist auch ein Online-Shop für Stoffwindeln eben. Komm mal hier ein bisschen dichter zu euch ran. Und von dem Paket war ich wirklich mehr als begeistert. Ja, also erstmal haben wir das ganz, ganz oben meine neue Lieblingswindel. auch eine Nachtwindel und zwar besteht sie eben auch aus einer kompletten Sauganlage sozusagen. Also es ist wieder eine Nachtwindel, wofür ihr eine Überhose braucht. Auch wieder mit Snaps individuell verstellbar. Auch hier könnt ihr das verlängern und sozusagen anpassen. Hier ist einmal die Windel und dann ist hier auch wieder die Einlage eingesnappt. Die Einlage ist wieder eine große und eine kleine. Das könnt ihr wie gesagt wieder eurem Kind dann individuell anpassen, wie das Kind das dann braucht oder wie viel es halt pinkelt. Und dann könnt ihr das ganze Set hier auch wieder einklicken. Zack. Genau, und dann habt ihr hier eben auch die ganze Windel. Das ist ein richtig großes Windelpaket, also es ist schon dann ein ordentlicher Windelpopo. Aber soll ihr auch halten. So, darüber kommt jetzt eine Überhose. Und da habe ich hier eine richtig schöne mit so Rosen drauf. Und die könnt ihr dann auch einfach hier so rum, zack, zumachen. Und dann habt ihr hier eben das Nachtwindelpaket. Also ein echt großer Batzen, aber wie gesagt, muss ja auch einiges aushalten. Und das ist dann eben die Nachtwindel, die in dem Paket war. Und hier dann nochmal eine Überhose von Capri. So sieht die aus. Genau, auch richtig, richtig schick. So, dann geht's weiter mit wieder einer Windel mit dieser Wanne drin. Mit dieser Wanne drin. Und zwar, die ist ein bisschen anders, weil sie von einer anderen Firma ist. Aber eben auch genau das gleiche System. Also da ist auch wieder diese Wanne drin. Und die könnt ihr auch wieder raussnappen. Und da ist auch wieder hier diese Einlage drin. Da könnt ihr es wieder auch individuell machen. Also da kann auch eine andere Einlage rein, je nachdem, wie ihr das halt handhaben wollt. Und dann einfach wieder zu. Und fertig ist auch das Windelpaket. Und ich finde auch die Windel super, super süß, oder? Also vom Design her richtig, richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Aber wie gesagt, von dem System war ich erst nicht so begeistert. Aber jetzt, wo ich das hier so mal in der Hand habe, bin ich schon etwas begeistert hat er, aber ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie wir welches System finden. Ja, dann kommen wir zu noch einer Windel und zwar braucht man da keine Überhose. Das ist nämlich eine Thirsties, eine Thirsties, eine Thirsties. Genau, eine Thirsties All-in-One Windel. Ja, die einzige All-in-One hier in diesem Paket. Einfach eine Windel, die so fertig ist, wie sie fertig ist. Ja. Also, ihr snappt die auf, Popo vom Kind rein, zumachen und schon habt ihr das fertig. Das ist zum Beispiel ganz praktisch für Leute, die
noch nie mit Stoff gewickelt haben oder nicht wissen, wie das so geht. Und genau, ganz easy peasy, einfach anziehen wie eine ganz normale Wegwerfwindel. Hier sind die Einlagen eingenäht, das heißt, man kann da echt nichts falsch machen, außer man tut die Einlagen raus und zieht es so übers Baby, aber ich glaube, da kommt keiner auf diese Idee. Ja, also hier sind zwei Einlagen drinne, die man hier auch wieder ein Stückchen erweitern kann, scheint es mir so, als ob man hier noch eine reinstecken kann. Ja, aber natürlich kann man hier auch immer wieder eine Einlage oben drauf legen, falls das irgendwie nicht ausreichen sollte oder so. Aber sonst ist man halt mit diesen Windeln nicht so variabel, ne? Also die sind halt eben eingenäht, die Einlagen. Aber auch von der Windel bin ich schon sehr überzeugt. Auch das Design ist wieder super schön. Bin ich wirklich sehr begeistert. So, zum Schluss, beziehungsweise haben wir hier auch noch Einlagen. Die zeige ich euch mal zuerst. Einmal wieder eine Pre-Fall. So aus. Kann man die wieder hier so falten. Zack. Dann ist das eben so eine Einlage. Ja, meine Lieben, das war's dann auch schon. Das war das Paket oder beziehungsweise die zwei Pakete und der erste Stoffwindel-Haul sozusagen. Ich werde natürlich die nächste Zeit dann wieder alles filmen, wenn noch was ankommt. Also es war, wie gesagt, nicht die komplette Ausstattung. Falls ihr mehr Videos dazu wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann mache ich erstens nochmal ein Video über die verschiedenen Systeme und zweitens dann nochmal ein Video, ja, was ihr braucht, wenn ihr welches System benutzt. Man braucht ja, wenn man zum Beispiel All-in-Ones nimmt, braucht man viel mehr Windeln, als wenn man ein Überhosensystem nimmt oder ähnliches. Also, da mache ich dann auch nochmal ein extra Video zu. Aber ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie Fragen dazu habt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare, dann mache ich da auch nochmal ein Video zu. Oder falls ihr einfach Videowünsche habt über dieses Thema, dann schreibt es mir einfach gerne in die Kommentare. So, jetzt habe ich ganz viel, was ich euch irgendwie gesagt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!